Jo, willkommen zu meinem Freitags-Let's Play jetzt. Das ist ein Adventure. Es nennt sich Going Downtown. Und wir wollen auch demzufolge sofort mit einem neuen Spiel beginnen. So ist das Leben. Eben noch liegt dir die Welt zu Füßen. Und im nächsten Augenblick schnallen sie dich auf einen Stuhl und jagen 2000 Volt durch deinen Körper. Da fängt man an, nachdenklich zu werden. Wie lange die ganze Sache wohl dauert? Und ob es sehr schmerzhaft ist? Es wird dir garantiert vorkommen wie eine Ewigkeit. Und höllisch wehtun. Wie konnte es nur so weit kommen? Leider erinnere ich mich noch sehr genau, wie alles anfing. Es war wieder einer dieser verlorenen Tage. Einer von vielen. Im Job lief mal wieder überhaupt nichts. Ich hatte bis zum späten Nachmittag geschlafen und danach ewig unter der Dusche gestanden. Den Schmerz wegspülen. Natürlich brachte das wie üblich nicht viel. Seinen Erinnerungen kann man nicht so einfach entkommen. Auswirkungen von Elektrosmog weniger dramatisch einzuschätzen sind, als noch vor einigen Jahren angenommen. Die Regierung zieht deshalb eine Lockerung des Handyverbots ab dem Jahr 2074 in Betracht. In den Fällen der verschwundenen Prostituierten hat die Polizei noch immer keine heiße Spur. Die Anzahl der vermissten Personen beläuft sich nunmehr auf 42. War das nicht der Gestern Sinn des Nachmittag Lebens? Kam es erneut zu einer Protestkundgebung im Stadtzentrum, bei der die angeblich nachlässigen Ermittlungen angeprangert wurden. Polizeichef Joseph Baumgartner äußerte sich dazu in einer Stellungnahme. Das NYPD unternimmt alles, wirklich alles, um das Schicksal der vermissten Person zu klären. Unabhängig von ihrem sozialen Status, versteht sich. Jeder, der etwas anderes behauptet, macht sich der bewussten Irreführung der Öffentlichkeit schuldig. Prostituierte sind natürlich Bürger der Stadt New York, wie jeder andere auch. Und stehen damit unter dem Schutz des NYPD. Ich möchte die Öffentlichkeit und die Medien um etwas Geduld bitten. Wir unternehmen alles Menschenmögliche. Soweit Joseph Baumgartner. Ein Sprecher der Demonstranten forderte unterdessen den Rücktritt des Polizeichefs. Armer Schwätzer. Wer viel Steuern zahlt, hat viele Rechte. Wer keine Steuern zahlt, braucht nicht auf Hilfe zu hoffen. So einfach ist das, wie mich das ankotzt. Du hast das gewusst, Annie. Viel früher als ich. Ich weiß noch, wie oft du mich vor der staatlichen Willkür gewarnt hast und ich nie richtig zuhören wollte. Als Polizist hätte ich es besser wissen müssen. Schau mich an. Ich war mal einer der Besten. Und jetzt? Ich vermisse dich so. Ja, und genau diesen Typen spielen wir. Ich glaube, es wird wieder Zeit für meine Pillen. Tut mir leid, Annie, aber ich muss das Zeug nehmen. Der Tag wird sonst zu hart. Und sieh es mal so, wenn ich die Dinger weiter wie ein Verrückter in mich reinstopfe, dann sehen wir uns wahrscheinlich früher wieder als gedacht. So einen abgehalfterten Cop, der Probleme hat, weil seine Olle gestorben ist. Und ja, na toll. Gut, dann wollen wir uns mal hier in unserer Wohnung umschauen. Der Hochdruckreiniger lässt sich nur aktivieren, wenn niemand im Raum ist. Wenn ich das verdreckte Ding sehe, vergeht mir der Rest von meinem Appetit. Also reinlich sind wir auch nicht. Ich will mein Leben nicht wirklich wegwerfen. Noch nicht. Nicht? Mein Magen knurrt zwar, aber ich habe einfach keinen Appetit. Verdammt, was war das denn? Eine Explosion? Vielleicht kann ich draußen auf der Straße sehen, was los ist. Aber erstmal erleichtern wir uns.
Mann, ich möchte mal wissen, was diese Scheiß-Tabletten mit meinen Nieren machen bei der Farbe. Bett ausfahren. Luxus. Ich drucke mir mal 2000 Dollar aus. Das muss genügen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie weit damit man kommt mit 2000 Dollar. Weit und breit nichts zu sehen von einer Explosion. Muss eine ganze Menge Blocks entfernt passiert sein. Hey, da hinten liegt jemand auf der Straße. Eine Frau. Besser, ich helfe ihr möglichst schnell. Na klasse, Retter in Not sind wir auch noch. Hallo, aufwachen. Sie ist verdammt hübsch. Aber ein wenig nach Party riecht sie schon. Hey, was ist mit Ihnen? Geht es wieder? Ich... Oh, ich... Kommen Sie, stehen Sie auf. Sie können hier nicht liegen bleiben. Ja. Ich... Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, bitte, keinen Krankenwagen. Ich bin okay. Glaub ich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Warum liegt die dann auf dem Boden, wenn sie okay ist? In dem Zustand kann ich sie nicht gehen lassen. Vielleicht kommen Sie erstmal mit zu mir. Ich wohne gleich hier im Haus, da können Sie sich etwas erholen. Ob ich mir das Tattoo merken sollte? Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin Polizist. Ist gut. So, da wären wir. Möchtest du dich setzen oder besser hinlegen? Ja, hinlegen wäre gut. Irgendwie dreht sich alles. Kein Problem. Möchtest du vielleicht auch was trinken? Oh, das wäre lieb. Vielleicht ein Wasser? Das trifft sich gut. Etwas anderes hätte ich auch nicht da gehabt. Mit Alkohol habe ich es nicht mehr so. Wirklich? Ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten. Gib Ruhe! Ich lasse Sie momentan besser in Ruhe. Ich sollte erst einmal dafür sorgen, dass sie etwas zu trinken hat und sich hinlegen kann. Ich werde das Bett bestimmt nicht einfahren, solange die Frau darauf sitzt. Immerhin kommt aus dem Wasserhahn noch Trinkwasser. Den Luxus hat längst nicht jeder. Immerhin kommt aus dem Wasser. So, dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich hatte doch hier vorhin eine Tasse gehabt. Da. Das heißt, ich glaube, man muss das Ganze noch ziehen. Die Tasse ist jetzt voll mit Mauscursor. Und dann kann man halt auch Objekte im Inventar benutzen. Gut. So, Madame, hier hast du dein Wasser. Das tut gut. Danke. Kein Problem. Vielleicht erzählst du mir mal, was eigentlich passiert ist. Du bist noch etwas zu jung, um einfach auf der Straße umzukippen. Ich weiß nicht. Es ist alles wie ausradiert. Ich bin irgendwo hingegangen. Ich weiß nicht, wohin. Ich war in einem dunklen Raum. Da waren Menschen, viele Menschen. Ich bin gerannt. Irgendwas war hinter mir her. Das nächste, an was ich mich erinnere, ist dein Gesicht. Wie heißt man Retter eigentlich? Retter? So hat mich auch noch niemand genannt. Gefällt mir.
Mein richtiger Name ist allerdings Jake. Hallo Jake. Ja. Ich bin Rose. Rose. Gut. Ist ein sehr schöner Name. Ich denke, du wirst dein Gedächtnis bald wieder haben, Rose. Wahrscheinlich ist es nur der Schock. Ich weiß nicht. Es kommt mir alles vor wie ein Traum. Irgendwie ist da nur Schwärze. Und ein Gefühl von Panik. Am besten schläfst du erstmal ein bisschen. Dann sehen wir weiter. Hier kann dir jedenfalls nichts passieren. Du bist so gut zu mir, Jake. Und ich kann dir nicht mal sagen, ob ich das verdiene. Das weiß ich auch nicht, Rose. Alles, was ich weiß, ist, dass du seit langem die erste Frau in meinem Bett bist. Und dass sich das gut anfühlt. Oh, aha. Na, Prost, Mahlzeit. Was ist das doch für ein Typ, dieser Jake? Oh, aha. Naja. Ja. Aufpassen auf sie kann er auch nicht. Oh Mann, ich bin eingeschlafen. Wo ist sie hin? Und warum steht das Fenster offen? Ja. Ich sag mal, die Olle hat ziemlich viele Drogenintus. Toll. Ja, eigentlich wollte ich gucken, wo dieser nette Nebelschwan daherkommt. Ob nun aus diesem Ding oder aus dem anderen. Und das ein bisschen mal reinigen, aber irgendwie. Keine Ahnung. Ich will mein Leben nicht wirklich wegwerfen. Der Hochdruckreiniger lässt sich nur aktivieren, wenn niemand im Raum ist. Rose hat ihre Handtasche liegen lassen. Was soll ich jetzt davon halten, wenn sie die Handtasche liegen lässt? Völlig weggetreten oder was? Hallo Jane, gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ich fühle mich einfach nicht besonders. Verstehe. Du hast wieder an Amy gedacht, richtig? Du weißt doch, dass das nicht gut für dich ist. Zu viel Nachdenken macht dich krank. Aber ich werde dir helfen. Halt ganz still. Ich habe da etwas für dich. Hey, bleib mir mit deiner Spritze vom Leib. Wenn ich high sein möchte, sage ich dir Bescheid, okay? Und lass Annie aus dem Spiel. Ich denke so viel an sie, wie ich es für richtig halte. Ach je. Wir haben einen automatischen Doktor, der uns unter Drogen setzen will, auch noch im Hause. Na, ist ja klasse. So. Das Handcom geht nicht an. Oh nein, ich ahne, woran es liegt. Das nächste Verbindungskabel, das kaputt ist. Diese Mistdinger halten nichts aus. Und kaputte Ausrüstung. Und wo kriege ich jetzt schon wieder ein neues her?